Die kriege ich doch niemals tot hier, diese Schildkröten, oder? Ich bin einfach winzig. Guck mal, die flüchtet nicht mal vor mir. Ist sie schon tot? Weil ich kann schon essen. Anscheinend schon. Aber warum bewegt die sich noch? Na, mir soll es recht sein. Das ist ein anderer Pteranodon. Wer hat der die gekillt? Das erklärt natürlich einiges. Das wäre cool, wenn ich jetzt schon mal nicht mehr alleine bin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spielen wir mal wieder dem Pteranodon. Der wird sich sehr, sehr häufig von euch gewünscht. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir mit dem überhaupt irgendwas gekillt kriegen. Weil der ist halt leider echt nicht so stark. Aber erstmal müssen wir jetzt eh wachsen. Also wir brauchen jetzt erstmal eine sehr gute Diät, damit wir schnell wachsen. Das heißt, mir fehlt noch das S. Ich würde jetzt nochmal kurz hier zwischenlanden, dann gucken wir mal eben, was das S ist. Ich glaube, diese Fische, die man fangen kann, die sind das nicht. Ne, die Fische sind hier die Pünktchen. Ja, Hühnchen. Hühnchen habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Hüpsi sieht man auch ganz selten. Frösche könnte man fangen. Hasen habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und Trodern. Okay, das S wird relativ schwierig. Vielleicht finden wir auch Organe. So ein Herz tut's ja auch. Oha, der leuchtet aber rot, der Stego. Ist aber kein Standard-Skin, oder? Hier ist auf jeden Fall richtig viel los. Überall sind Dinos. Na, vielleicht kann ich dann ja hier Organe abstauben. Na, der Kano rennt um sein Leben, der Kleine. Ich bin froh, dass ich fliegen kann. Na, Fische gibt es ja leider auch keine. Sonst hätte ich mir mal eben einen Fisch gesnackt. Weil ich habe mittlerweile schon wieder ein bisschen Hunger. Meint ihr, die sind nett zu mir? Ich hoffe es einfach mal, dass die nett sind. Oh, ich habe Angst. Okay, ich glaube, die tun mir nichts. Oh, die sind wirklich nett. Vielleicht kann ich mir hier irgendwie Organe absnacken. Ist halt gefühlt einfach alles. Ich würde sagen, ich lande mal kurz hier an dem Baum. Okay, ich hänge eher in der Luft, aber das ist egal. So kann ich es auf jeden Fall gut beobachten. Und vielleicht, wenn die gleich ein bisschen weiter weggehen, kann ich da Organe raussnacken. Oh, jetzt gehen die weg. Jetzt muss ich meine Chance nutzen. Denke aber nicht, dass die Organe drin gelassen haben. Nee, der ist leer, der Bauch. Schade. Dann bringt mir das leider nichts. Dann muss ich hier wieder verschwinden. Oh, der Bipe hier hat einen Frosch. Oh, ich will auch einen Frosch. Bipe, gib mir den Frosch. Kann ich den schnurren? Oh, der wollte mich gerade hacken, oder? Hat sich zumindest so angehört. Aber ich habe ihm seinen Frosch geklaut. Ah, guck mal, der hat hier auch eine Schildkröte. Und auch eine andere Leiche. Also vielleicht können wir da das Herz gleich raussnacken. Oh, der Frosch hat gereicht, um das S aufzufüllen. Dann haben wir jetzt die perfekte Diät. Ich habe übrigens einen neuen Mate gefunden. Den guten Ace. Sogar ein Zuschauer von mir. Oh Gott, er ist fast abgestürzt. Ganz liebe Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Ist cool, dass wir zusammen spielen.
Oh, nicht in mich reinfliegen. Oh, was kommt da? Glaube ich, ein kleiner Kano. Oder was ist das? Oder ein Dilo oder so. Oh Gott. Nein, ey, es ist abgestürzt wegen mir. Bitte heb ab. Okay, ich habe Ace ein bisschen Zeit verschafft. Ace ist abgehoben. Der kleine Frechdachs hier ist ein Kano. Muss mal ein bisschen Kontrolle jetzt reinbringen, ein bisschen abbremsen. Hä, wo ist der Kano hin? Hä? Weggeportet. Wir landen einfach mal hier und nehmen jetzt ein Schlammbad gemeinsam. Komm. Na, wie schön wir unsere Flügel schütteln. Oh, der Kano kommt. Oh nein, das ist nicht gut. Der macht mir auf jeden Fall mehr Schaden. Ace, heb ab! Nein, Ace! Gefährlich. Können wir nicht mal in Ruhe unser Schlammbad hier nehmen? Ja, bergauf ist halt gefährlich. Da kann ich halt schnell abstürzen. Aber er will halt Stress. Kriegt er auch Stress. Vorsicht, Ace, er kommt zu dir. Ich versuche ihn abzufangen. Ace, 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 du musst hoch. Er versteckt sich am Baum. Nein, Ace. Du musst weg. Nein. Heb ab. Nein, Ace ist tot. So sad. Dieser kleine blöde Kano. Wer sich zwischen die Bäume stellt, damit ich ihn nicht hitten kann. Hit ihn trotzdem. Ich kriege dich, mein Freund. Oh Gott. Der Bergauf ist echt gefährlich. Da stürzt man so leicht ab. Stellt sich halt zwischen alle Bäume jetzt. Ja. Ich habe nicht mehr so viel Stamina. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben der noch hat. Ich denke, der hat schon noch recht viel. Du fieses Ding. Er bleibt halt zwischen den Bäumen. Oh, fast abgestürzt. So gefährlich gerade. Er flüchtet halt total in den Wald rein. Das ist echt problematisch. Ich glaube, das ist Ace wieder. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja, Ace ist wieder da. Sehr gut. Aber ein Winzling ist er jetzt. Da vorne kommt er wieder. Der Fiesling. Da haut er gleich wieder ab in den Wald. Nicht abstürzen, Ace. Ich glaube, Ace hat ihn getötet, oder? Sehr gut. Oder war ich das? Ich weiß es nicht. Haben wir zusammen gemacht, Ace. Ist
Jetzt können wir uns lecker organisch schmecken lassen. Er ist wieder hier. Oh mein Gott. Er hat wieder Ace getötet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist halt safe, der. Es hat leider ein bisschen lange gedauert mit dem Essen, weil ich das erstmal erklären musste im Textchat. Mit den ganzen Diäten. Deswegen hatte der genug Zeit wiederzukommen. Ach, wie ärgerlich. Aber wenn das wirklich ist, ist es eigentlich ein Regelverstoß. Das darf man eigentlich gar nicht. Naja, egal. Ich fliege jetzt weg hier. Wobei, das Herz würde ich schon noch gerne mitnehmen, muss ich sagen. Ich glaube, ich vertreibe den und klaue noch schnell das Herz. Der hängt halt da genau hinterm Baum. Okay, da habe ich ihn gehittet. Ah, der lebt noch. Der versteckt sich jetzt wieder hinterm Baum. Ich habe ihn, glaube ich, trotzdem nochmal gehittet. Okay, jetzt habe ich ihn nochmal getroffen. Ich glaube, er hat jetzt ab. Muss mal kurz checken, wo das Herz ist, weil das brauche ich. Brauche den Darm und das Herz. Da liegt das Herz. Okay, das habe ich schon mal. Das ist gut, dann haben wir schon mal S wieder voll. Ich glaube, der Darm lag da leider nicht mehr. Aber dann können wir auch einfach an den Strand fliegen, weil die Schildkröte bringt auch die zwei Striche. Dann ist eigentlich alles gut. Ich weiß halt jetzt nicht, wo Ace ist. Oh, ein Raptor ist auf mir drauf. Ich heb ab mit ihm. Was passiert jetzt? Oh nein, der hackt mich. Oh nein, 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 nein. Wir müssen irgendwas tun. Ihn abschütteln oder so. Wie, der fliegt nicht runter, wenn ich gegen den Baum krache? Jetzt ist er weg. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr abheben, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh nein. Oh, ich habe auch ihn die ganze Zeit verfehlt. Oh, das war ja krass. Ich konnte ihn nicht abschütteln mit dem ersten Baumcrash. Ah, ich bin halt leider gerade echt voll gepanickt, als der auf mir saß. Ich habe halt null auf meine Stamina geachtet. Hätte ich gesehen, dass ich keine Stamina mehr habe, wäre ich, glaube ich, einfach in der Luft geblieben. Also ich glaube, ich muss mir hier das Essen gönnen, was im Wasser liegt. Dann müssen wir halt jetzt schwimmen. Ich weiß halt nicht, ob wir uns da was rausgraben können. Wahrscheinlich eher nicht. Nur so ein Stück Fleisch oder so. Das bringt mir halt nicht viel. Aber mein Magen ist rot. Ehrlich gesagt sah das auch schon vergammelt aus. Ah, wobei. Schwer zu sagen. Naja, hält mich zumindest ein bisschen am Leben. Es sind halt leider gar keine Fische oder sowas. Ich glaube, an die Organe komme ich halt auch nicht ran, wenn das im Wasser liegt. Oh nein. Oh, das war knapp. Oh, richtig gruselig. Kommt da einfach so ein Herrera oder was das war? Oh, ich glaube, ich habe den Mate getroffen. Und er hat ihn getroffen.
Er will halt hochspringen, damit wir dagegen prallen und abstürzen. Ja, kletter ruhig da hoch. Wir können dich trotzdem treffen. Ich glaube, ich lande mal kurz in dem Wasserfall. Das müsste eigentlich auch gehen. Ich hoffe, hier findet er mich nicht. Oh, was war das für ein Schrei? Oh, da ist was runtergefallen. Das war, glaube ich, der Herrera, oder? Der lebt aber noch. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, die haben gerade über mir gekämpft. Ja, damit ist mein Wasserfall weg. Gott, wie gruselig. Ich muss jetzt hier irgendwie Food finden. Ich flieg am besten gleich mal durch diesen Tunnel, wo alle durchgehen. Also da Richtung Highlandsee. Wir fliegen jetzt mal hier rein. Sieht aber alles leer aus, also keine Leichen oder sowas. Versuche auch immer ab und zu mal zu riechen. Ich weiß halt gar nicht, wie gut der riechen kann, wenn er so schnell unterwegs ist. Also der Tunnel ist leer, hier ist schon mal gar nichts. Dann hoffe ich jetzt mal, dass hier Fische sind. Ansonsten habe ich ein Problem. Ich brauche jetzt halt Fische oder eine Leiche. Sonst war es das gleich mit mir. Da vorne liegt schon mal eine fette Leiche, das ist gut. Aber da höre ich auch Raptoren. Und Raptoren sind halt echt gefährlich. Aber das hier ist ein Pachy. Ja, runter und erstmal was snacken, ne? Einfach, dass wir leben können. Ich hätte gerne ein Organ da draus, aber ich glaube, das wird nichts. So, nächstes Gewässer. Mal gucken, ob es hier irgendwo Fische gibt. Fliegt auf jeden Fall schon mal ein Artgenosse. Irgendwie habe ich Lust, den zu ärgern. Ich glaube, ich fliege mal in den rein und schock den an. Ach, schade. Hat nicht geklappt. Echt mit einer Kurve? Nee, auch nicht. Ich glaube, der hat Angst vor mir. Oh, Synchronfliegen. Wir machen eine Kür. Ich glaube, der denkt, ich will ihn attacken. Meint ihr, ich kann da kurz reingehen, das snacken und abhauen, ohne zerstochen zu werden? Oder kann ich hier allgemein rein? Oh. Da ist ein fieser Trodon. Ich glaube, ich habe ihn gekillt, oder? Nee. Keine Ahnung, wo der ist. Dann nehme ich mir einfach ein Stück mit. Schade, er ist abgesprungen. Diesmal hätte ich ihn mit in die Lüfte genommen. Oh, was ist denn hier los? Zwei kleine Zeras. Vielleicht könnte ich die auch erlegen. Oh, der Pachy erlegt die vielleicht. Das ist natürlich perfekt. Oh, dann kann ich die gleich absnacken. Komm schon, Pachy, du schaffst es. Wenn jetzt der Pachy abhaut, dann kann ich mir gleich die Organe gönnen. Ey, beruhig dich, Pachy. Oh nein. Aggressiver Pachy, ey. Okay, ich kann nicht mehr höher fliegen. Aber ich hatte Angst, dass der mich anspringen kann, muss ich sagen. Deswegen lande ich jetzt mal hier zwischen. Ich muss halt jetzt hier runter. Ich muss Ausdauer tanken. Ich hoffe, der Pachy hat mich nicht beobachtet, ansonsten bin ich tot. Oh nein! Natürlich kommt der Pachy. Oh, der mich echt beobachtet. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann halt nichts machen ohne Ausdauer. Das ist aber auch ein aggressives Stück.
Ich habe nämlich gerade echt schon ein paar Minuten gewartet und der hat mich halt echt beobachtet und jetzt gesucht. Ich konnte zum Glück gerade nochmal abheben, sonst wäre ich tot gewesen. Ich fliege jetzt nochmal dahin. Ich habe leider echt nicht viel Ausdauer, weil das so ewig dauert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Pachi nicht so hobbylos ist und da jetzt 5 Minuten gewartet hat. Oh, ich muss zumindest ein Schnitzel essen. Okay, der Pachi war noch da. Und ich wurde genau dann abgelenkt von dem Hypsi oder was das war. Das erste Mal, dass ich Fische sehe. Dann hatte ich die ganze Zeit wirklich nur Pech gehabt. Ich bin so viele Gewässer abgeflogen und war auch echt lange bei den Gewässern teilweise. Das ist Wahnsinn, dass ich nichts gefunden hatte. Aber jetzt haben wir unseren ersten Fisch gefangen. Das ist doch auch mal ein Träumchen. Kann ich die eigentlich an der Palme hier essen, rein theoretisch? Wobei, da will ich nicht hin. Da ist ein Herrera, glaube ich, oben drin. Da war definitiv ein Herrera. Das wäre tödlich geworden. Dann würde ich sagen, lande ich erstmal hier auf der Klippe. Und lass mir meinen ersten Fisch heute schmecken. Mach mich jetzt auch nicht wirklich satt. Aber ich darf mich jetzt erstmal wieder 5 Minuten hinsetzen, glaube ich. Damit die Stamina voll ist. Ich gehe mal kurz die Spülmaschine oder so ausräumen, ne? Bis gleich. Oh, da unten ist ein Salzwasser-Croc. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ist halt auch echt hart auffällig, ne? Ist halt so schwer, als Salzwasser-Croc zu jagen und erfolgreich zu sein. Einfach, wenn man gar keine Tarnmöglichkeiten hat. Der hat bestimmt auch schon richtig Hunger. Na du? Wollen wir uns anfreunden? Er macht halt echt friendly. Ich glaube, der will jetzt eine Landwanderung machen. Zu dem Tümpel da vorne wahrscheinlich. Oh nein, Mr. Croc wurde entdeckt. Und so einer nervigen Alarmtröte hier. Hör auf! Blöder Kano. Lass Mr. Croc in Ruhe. Wie er ihn einfach verraten will. Du hast es geschafft. Blöde Alarmtröte hier. Hau ab. Aber Mr. Croc, du wirst mich jetzt ja wohl nicht snacken, oder? Wir sind doch wohl Friends. Krieg ich auch einen Fisch? War auch ein Fisch. So, ich trinke jetzt mal eben. Alter, hab ich mich zu Tode erschreckt. Oh mein Gott. Das war so laut, ich hab so gezuckt. Jetzt brauche ich aber auch eine The Isle-Pause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen da.
Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.